dieses Video haben wir einen Geduldtest gemacht, wo unser Sohn Matthias die Aufgabe hatte, eine Praline oder ein süßes Stück an seiner Hand zu haben und eine Minute lang warten, bis er das essen könnte. Hat Matthias das bestanden? Schau mal dieses Video an. Matthias, mach mal deine Hand auf. Du kriegst jetzt eine Praline und du wartest jetzt eine Minute. Du darfst es nicht essen. Und wenn Papa zurückkommt, dann kriegst du zwei. Hast du das durch? Ja. Dann warte jetzt, bis Papa zurück ist, okay? Eine Freundin von uns, die Bianca Gartner, hat uns inspiriert, dieses Video zu machen. Danke dir, Bianca. Und wir haben gesehen, dass Matthias das bestanden hat, aber das war wirklich eine Mutprobe. Für viele Kinder ist das wirklich eine ganz große Herausforderung. Matthias musste hier die Geduld ausüben, ein leckeres, süßes Stück in seiner Hand zu haben und das nicht sofort essen zu können, ist schon eine ganz große Herausforderung für ein Kind, der erst 3 Jahre alt ist. Aber Geduld zu haben, glaube ich, ist auch eine Herausforderung in unserer Zeit. Wir sind immer mehr ungeduldig und wollen Sachen immer schneller haben. In ein paar Minuten kann man ganz schnell essen, wie zum Beispiel Fast Food. In ein paar Klicks kann ich Klamotten oder was per Internet bestellen und dann habe ich das schon gekauft. Mit ein paar Tipps auf meinem Handy kann ich Stories sehen, schauen, was meine Freunde machen oder was gerade in der Welt los ist. Also die Welt geht schnell. Wir wollen alles sofort gleich. Dadurch werden wir immer mehr ungeduldig. Ich bin auch eine ungeduldige Person. Und weil ich ungeduldig bin, möchte ich dir auch sagen, abonniere jetzt meinen Kanal. Vergesst nicht jetzt diesen Kanal zu abonnieren und auch meine Videos zu liken. Ja? Mach das jetzt, vergiss das nicht zu machen. Ich freue mich, wenn du es machst. Aber es gibt auch Sachen im Leben, die nicht einfach alle schnell sind. Alle sofort, Fast Food oder eine Story. Es gibt Sachen im Leben, womit wir Geduld brauchen. Sonst wachsen wir nicht. Zum Beispiel Wissen und Weisheit. Ein Haus zu bauen. Oder einfach gesund zu bleiben. In der Bibel kommt das Wort Geduld mehrmals vor im Alten und Neuen Testament. Und Geduld will uns letztendlich helfen, im Leben voranzukommen. Wenn man in der Bibel anschaut, es gibt verschiedene Beispiele wie Abraham, wie Josef, wie das Volk Israel, wie Jesus in der Wüste, wie Paulus, der viel leiden müsste. Ich gehe jetzt nicht einzelne Geschichten ein, aber Menschen, die Geduld ausgeübt haben, sind im Leben auch vorangekommen. Deswegen möchte ich dir sagen, sei geduldig, wenn du in dein Leben vorankommen willst. Gott stellt uns manchmal auf Proben, wo wir Geduld brauchen, um im Leben voranzukommen. Menschen, die geduldig sind, erfüllen Gottes Willen. Das Wort Geduld in der Bibel ist verbunden mit dem Wort Hoffnung. Also Hoffnung und Geduld ist fast das Gleiche. Wenn man Paulus anschaut, er sagt, was am Ende bleibt, ist Liebe, Glaube und Hoffnung. Und Hoffnung kann hier auch als Geduld verstanden werden. Also Geduld ist letztendlich das Wille Gottes. Gott wünscht sich, dass wir Geduld haben mit Gott, mit unseren Nächsten, mit uns selber. Und auch Sachen, die wir vielleicht im Leben erwarten und nicht zu uns gekommen sind. Also Geduld hilft uns, das Wille Gottes auf der Erde zu tun. Und Geduld ist auch eine Form, wo Gott an unserem Charakter arbeitet.
Also wir wachsen als Menschen, wenn wir geduldig sind. In der Beziehung mit Freunden brauchen wir Geduld. In der Beziehung mit deiner Freundin oder Freund, Mann oder Frau brauchst du auch Geduld. Das sind verschiedene Menschen. In der Beziehung mit deinem Chef, deinem Lehrer, deinem Ausbilder brauchst du Geduld. Deswegen möchte ich dich heute zum Abschluss sagen, sei ungeduldig mit deiner Ungeduld. Fang an, geduldig zu sein. Das ist eine geistliche Tugend, die uns hilft, Durchhaltsvermögen zu haben. Zum Abschluss möchte ich Martin Luther zitieren und er sagte, auf dieser Welt muss entweder bald gestorben oder geduldig gelebt werden. Damit meint Martin Luther, Leben ist Geduld. Und wenn du in dein Leben vorankommen willst, wenn du in dein geistliches Leben vorankommen willst, vergiss nicht, geduldig zu sein. Du werdest viel, viel mehr erreichen. Und am Ende bekommst du vielleicht 2 Pralinis als nur 1. Gott segne dich.